So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel 4. Die Übernahme geht weiter, 4 von 6. Jetzt geht es wieder um die drei Team Go Rocket Bosse. Wir müssen also Arlo besiegen, Cliff besiegen, Sierra besiegen. Angeblich ist Arlo eine Frau? Irgendjemand hat das geschrieben, die Arlo oder so, raff ich nicht. Ich habe gedacht einfach, Arlo ist auch ein Typ, aber keine Ahnung. Ich dachte, zwei Typen, eine Frau. Schreibt ihr mal rein, ist Arlo männlich, ist Arlo weiblich? Wir gehen also jetzt los, suchen uns den ersten. Der erste ist ja random. Wenn ihr da einen findet auf dem Radar, den könnt ihr sowieso machen. Dann ihr habt ja noch die volle Auswahl. Dann, wenn ihr nur noch einen braucht, ist es natürlich knifflig, den zu finden. Außer ihr habt natürlich die App, also die Map, nicht die App, die Map. Die Map vom Xtreme, dann seht ihr nämlich genau, welcher Boss wo sitzt und könnt da hin und cheaten und dann habt ihr es einfach viel einfacher. Da war eine Joggerin, richtig brutal. Zieht euch das rein. Wir gehen jetzt erstmal hin. Der erste ist nämlich, glaube ich, Arlo. Der Arlo, das Arlo, die Arlo. Und nehmt den mit. So, da haben wir das Arlo gefunden, sage ich mal. Wir gehen mal, nicht das Rettern, wir gehen mal drauf. Wir haben ja unser eingefleischtes Team, was wir immer nehmen. Wir können den jetzt auch mal hier drehen, den Stop. Königsbrücke. Ja, das ist doch ein Typ, oder? Boss Arlo, wie kannst du es wagen? Boah, männlich hingestellt und geguckt. Ich glaube, ich fall gleich um einfach nur. Wir nehmen wieder dasselbe wie immer. Wir wollen es ja nicht spannend machen. Also Regirock, Despota, Kyokre, super. Muss ich nicht mal einstellen. Ist ja jetzt seit dem vorletzten Update immer so drin. Wir locken also erstmal wieder die Schilde raus mit Regirock. Wenn wir Glück haben, können wir auch das Kindwurm schon besiegen. Das macht nämlich nicht so viel Schaden. Boah, das ist genial. Ich liebe das. Ich liebe meinen Regirock. Habt ihr auch einen Regirock? Schreibt es mal in die Kommentare. Vor allem ist das, glaube ich, nur ein 98er oder so. Ich hätte so gerne einen 100er davon. Vielleicht hätte ich mir noch ein paar mit Glückstausch geben sollen. Einmal setzen wir unser Schild natürlich ein, um die Attacke abzuwehren. Das zweite Schild wäre immer gut mitzunehmen, aber wir haben ja eh sein Schild jetzt rausgelockt und selbst wenn wir mit dem zweiten kommen, können wir den dann weghauen. Ich glaube aber, wir schaffen es ein drittes Mal unsere Ladeattacke zu machen, bevor er uns nochmal angreift und dann ist er ja schon weg hier. Wenn er jetzt aber nochmal angreift, würde ich natürlich seine Attacke durchgehen lassen. Wir sind aber schneller. Konzentration, einfach fabelhaft. So muss das sein. Und da ist es weg. Wir können jetzt schon mal den Move ein Stück hochziehen. Und da gegen Glurak. Also wir sind auch wieder sehr effektiv. Wir kommen an, wir können auch unseren Move machen. Ich glaube, diesmal haben wir Glück. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was es ja beim letzten Mal hatte. Aber auch einfach fabelhaft, sehr effektiv. Guckt euch das an. Ich glaube, das Glurak ist auch gleich fort. Ich würde trotzdem jetzt... Komm, wir machen einfach nochmal den Move. Wir hauen das Glurak auch noch weg mit dem Regirock. Also Regirock ist so overpowered einfach nur. Wir dürfen leider kein Schild mehr einsetzen. Haben jetzt aber nochmal hier Flug. Flug und Rache. Ich glaube, das sind wir immer noch sehr effektiv. Also der kann eigentlich nichts machen. Bäm. Und die Hälfte von dem auch noch weggeschossen. Wenn er jetzt noch länger braucht für seinen Move... Ah, jetzt hätten wir es fast geschafft mit einem einzigen Regirock. Das wäre brutal gewesen. Hier ist natürlich der Quick Move auch sehr effektiv, aber es macht deutlich mehr Schaden gegen uns. Und jetzt ist es weg. Ich musste mein zweites Schild gar nicht einsetzen, ich musste meinen Lademove gar nicht einsetzen, ich musste gar nichts machen. Das seht ihr schon unten. Eins von drei Rocket Bossen besiegt. Wunderbar, wir drücken kurz mal durch. Schauen mal, was das ist, fangen das dann in der Überblendung, suchen uns den nächsten. Also dazwischen müssen wir noch die sechs anderen Rübel machen. Aber die lassen wir einfach weg. Wir zeigen euch direkt nur die Bosse. Leider kein Shiny. Das nehmen wir mit und sehen uns dann bei Sierra oder Cliff. So, da sind wir angekommen am zweiten Rocket Boss. Der ist nämlich hier. Das ist der Verbrecher, der so böse dasteht. Und ihr seht auch hier den Pokestop. Karl Josef Meyer, den seht ihr hinter mir, das ist nämlich der. Sehr schön, wenn man auch mal einen Pokestop findet, wo der einfach da ist, wo er sein soll. Und man sieht das auch mal in der Umgebung. Wir drehen jetzt hier, haben sicherlich wieder unser eingefleischtes Team. Wenn wir auf Kämpfen gehen, ja, wollen wir verwenden. Haben wieder genau die drei
Pokémon und wir stellen euch jetzt mal irgendwo hin. So. Alles ist nass, Bruder. Und werden den jetzt auch hier mitnehmen, hoffe ich. Aber wir müssen uns so hinstellen hier, so richtig so wie Cliff stellen wir uns hin, so richtig zum... Wir nehmen wieder Regirock, gucken, ob wir die ersten zwei Schilde rauslocken können und vielleicht das Damir Blacks auch noch besiegen mit dem Regirock. Regirock sowas von overpowered, ich sag's immer wieder. Aber ihr merkt schon, dass Damir Blacks macht deutlich mehr Schaden als das Kindwurm. Nur dass Regirock auch noch effektiv gegen die zwei Nachfolger war, aber gegen normal vom Damir Blacks dürfte es nicht effektiv sein. Trotzdem könnte so eine Steinkante das kleine Reh umhauen, denke ich mal. Jetzt wird es sicherlich erstmal seinen Move machen. Ja, den wehren wir natürlich ab. Ein Schild können wir ja entbehren. Ein zweites wollen wir wieder mitnehmen. So, wir machen weiter, haben jetzt den Move. Wir gucken mal, wie viel es abzieht. Jetzt kommt es drauf an, jetzt nicht verkacken. Aber... wunderbar, einfach fabelhaft. Ja, hat jetzt nicht so viel abgezogen, ich glaube. Wir sind gleich weg. Ne, einmal können wir noch machen. Wir können also trotzdem das erste besiegen, können dann mit zwei fetten Großen in das nächste, auf das nächste Pokémon. Haben noch ein Schild, wie immer. Onix. Da wäre natürlich Wasser gut, also könnten wir uns als nächstes das Kyogre holen. Aber mal schauen, wie weit wir noch mit dem Regirock kommen. Nicht sehr effektiv, war ja klar. Aber wir können noch. Wir kommen sogar nochmal durch, also das, der zweite Move. Weil da hat Kyogre ja ganz leichtes Spiel. Da braucht es nicht mal mehr einen Charge-Move, denke ich mal. Da würde es auch vorher schon umfallen. Jetzt könnte S endlich mal seinen Move machen. Wir kommen ein drittes Mal durch mit unserem Finishing Move. Bruder, guck dir das an, Steinkante. Und da ist sogar das Onix weg, genau wie vorhin. Wir haben vorhin auch die ersten beiden besiegt mit Regirock. Jetzt ja auch schon wieder. Und was nehmen wir jetzt? Jetzt habe ich keine Ahnung. Wir nehmen trotzdem einfach mal Kyogre, weil das sonst effektiv gegen Despo da ist. Und hier ist wenigstens Wasser gegen Wasser, obwohl das ist noch vom Typ Boden. Das wärmen wir ab, denn wir wollen ja unsere Attacke durchbringen. Ja, mach doch hin, Mann. Es müsste auch einen Überspringen-Button geben für Attacken. Da geben sie sich schon so viel Mühe, das alles schön zu animieren und zu zeigen. Und dann will man sich's nicht mehr angucken. Hat die Hälfte, wenn er jetzt sein nicht in nächster Zeit macht und ich mein durchbringen. Da ist er leider schon, aber wenn wir Glück haben, überleben wir es vielleicht. Los! Nein, nicht sehr effektiv und tot. Aber wir haben ja noch Despo da und vielleicht können wir ganz fix das letzte Stück rauslocken. Nein! Keine Schutzschilde mehr. Ich glaube, das war's. Surfer, bam, sehr effektiv, weg. Wir brauchen ein besseres Team. Es ist nur an den letzten zwei Pokémon gescheitert. Also wieder Regirock nehmen und irgendwas, was sinnvoll ist gegen die zwei anderen. Gegen das andere. Es hat ja nur am Sumpex gescheitert. Es ist nur am Sumpex gescheitert. Wir gucken mal, was wir gegen Sumpex nehmen und machen es gleich nochmal. Wir gucken mal wieder in die Go-To-Lab, was es uns da vorschlägt. Bei Cliff zeigt es uns an. Er kann also Despo da, Shelter, Rein, Ra, wie auch immer haben und Sumpex und dagegen am besten Sumpex nehmen mit Aquahobitze und Lehmschelle und ein Melmetall mit Gestein vor allem, mit Blitz und Gestein. Wir können natürlich einen Stahl nehmen. Wir gucken mal kurz, was unsere Melmetall haben, werden dann noch ein paar Attacken ändern und werden das einfach gleich nochmal probieren. Allgemein, was nimmt man gegen Wasser? Eigentlich Pflanzen. Was nimmt man gegen Boden? Auch Pflanzen. Wieso nehmen wir keine Pflanzen? Scheiß mal drauf, was die sagen. Ich nehme Pflanzen, Bruder. Wenn das Wasser und Boden ist, dann nehme ich doch Pflanzen, weil Pflanze ist gegen beides. Da könnt ihr also gut ein Rosarade nehmen mit Strauchler oder so. Wir schließen das wieder, lassen unser Regirock drin und nehmen
zweimal Pflanze, ein rosa Rade und noch ein rosa Rade. So, so nehmen wir das jetzt mit rein. Ich hoffe, das zweite hat überhaupt die Attacken und hat keinen Gift-Move-Set. Und ich hoffe vor allem auch, dass das Regirock gut mitmacht und es jetzt genauso abläuft wie eben. Wir können ja trotzdem mal die Location wechseln, dass ihr woanders seid und ich mich nicht so tief bücken muss. Ich kann euch mal auf die Bank stellen. Gut, die Bank war keine gute Idee, die Bank funktioniert nämlich nicht. Lauf mal hier rüber, da habe ich noch was gefunden. So, jetzt können wir wenigstens aufrecht stehen, können uns auf den Kampf konzentrieren. Das erste Schild geht weg, braucht man nicht. Da bin ich jetzt baff, beim letzten Mal ging das einfacher. Da seht ihr, das ist wirklich, also es macht so viel aus, was der für Pokémon nimmt. Ihr müsst euch dann jedes Mal anpassen. Beim letzten Mal habe ich alles mit dem ganz gleichen Team besiegt. Er konnte eigentlich nichts machen, das ist alles umgefallen. Jetzt wird man hier eiskalt einfach um die Ecke gebracht. Aber Regirock leistet trotzdem natürlich gute Dienste. Hat auch das Darmhirplex wiedergelegt. Der wechselt sie zum Glück jetzt nicht. Das wäre ja fies, wenn er bei jedem Anlauf was anderes hätte. So. Wenn wir also Glück haben, können wir das Onyx auch wieder besiegen. Kommt drauf an, wann er seinen Move macht, ob er überhaupt seinen Move macht. Und mit zwei rosa Rade werden wir doch einen Sumpex besiegen. Hoffe ich zumindest. Ich bin gerade wie in Trance. Ich glaube, ich kann es einfach immer noch nicht fassen, dass wir gerade einfach abgelost haben. Ich war mir so siegessicher. Jetzt geht die Folge wieder extra lang, weil ich zwei Versuche brauche bei dem. Wenn es bei Sierra dann auch passiert, dann sehe ich schwarz. Bam, das sieht so gut aus einfach bis hierhin. Einfach alles umgehauen, keiner kann was machen. Und jetzt kommt es drauf an, jetzt rosa Rade. Was will es denn machen? Und guck doch mal, wie einfach, wie das abzieht, einfach wie bekloppt. Ich habe mein Schild natürlich noch, ne? Das ist das Spielen einfach auf einmal, also keine Ahnung. Na gut, ich konnte ja vorher nicht wissen, dass das ein Sumpex drin hat. Ihr seht also, alles Quatsch. Die Go-To-Lab ist Mist. Ladet euch die nicht. Guckt da nicht rein. Die Lüchen. Nehmt rosa Rade. Aber die können ja auch nicht alle aufschreiben. Mehmet halt trotzdem an sich. Einer, der halt sehr resistent ist und vielleicht viel mitnimmt und was austeilt. Gerade Elektro gegen Sumpex wäre natürlich gut. Wir gucken mal, ob wir hier einen Shiny abbekommen haben. Nee, haben wir nicht. Wir fangen das wieder in der Überblendung und melden uns dann bei Sierra wieder. Die müsste, glaube ich, auch hier in derselben Gasse sein. Aber zwischendurch müssen wir natürlich wieder 6 Rüpel machen. Und hoffen, dass wir Sierra wenigstens beim ersten Mal schaffen und nicht wieder so eine Pleite hinnehmen. So, wir sind also zurück, haben Sierra natürlich auch gefunden. Beziehungsweise wir wussten ja eh schon, wo sie ist. Wir stellen euch hier mal ab auf das abgefuckte... Hier, Fensterbrett heißt es, Junge. Denn hier ist Sierra natürlich, die seht ihr hier. Hier arbeitete Gustav Falke. Das ist aber schön. Euch stellen wir hier hin. Wir gehen rein. Wir probieren es natürlich wieder mit dem alten Team. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück. Denn ihr seht, was haben wir das letzte Mal verwendet? Was? Da fehlt eins? Okay. Dann nehmen wir trotzdem das Despo da noch mit rein. Und zwar unser 100% erlöstes mit Katapult Steinkante. Probier natürlich wieder mit Regirock erst die Schilde rauszuloggen. Sind gespannt, was sie in den Kampf schickt. Absol. Da wäre natürlich ein Machomai ganz gut, um dagegen anzukämpfen. Da das ja eine Kampfschwäche hat. Aber hier geht es um die Schilde und nicht das erste so schnell wie möglich zu besiegen. Damit wir eben dann beim zweiten, dritten direkt die Attacken drauf prügeln können. Bringt uns ja nichts, wenn das zweite und dritte alles abwehrt. Wenn die zweiten und dritten dann eben schwerer sind wie die ersten. Wie das erste, wie auch immer. Schaden macht jetzt nicht so viel. Das sieht noch gut aus. Aber es hat relativ fix sein Schild eingesetzt. Ach, seine Attacke.
Müssen wir mal gucken, ob wir diesmal trotzdem beide mitnehmen können und, also eins mitnehmen können, aber eben noch eine Attacke dann durchbringen. Wenn wir Pech haben. Ne, eine können wir noch machen, genau. Ich denke aber mal, jetzt wird es gleich seine machen. Wir machen das Schild nicht, sind dann weg. Oder? Was macht es? Kommen wir nochmal durch? Sau knapp auf jeden Fall. Wir machen kein Schild, denn wenn das andere uns umbringt, dann hat das ja seine Attacke schon voll und wir müssen dann mit dem Halbtoten rein. Jetzt können wir das also wegmachen, schon mal hier ein bisschen aufladen, bis das nächste reinkommt. Dann ist es auch noch ein Labras. Das ist jetzt aber richtig schlecht für uns oder auch nicht. Wir gucken mal, wie viel Schaden das so macht. Wenn nicht, müssen wir doch auf das Kyokre wechseln. Oh, sehr effektiv, das sieht gut aus, aber gut, wir haben ja noch eine, wir haben noch ein Schild, wir sind ganz gemütlich, wir haben keinen Schiss, es hat nur noch ein Pokémon, wir haben gleich die Attacke wieder voll. Jetzt hat es aber Kampf, denke ich mal, dann wäre es wieder sehr effektiv gegen uns. Ja, wir sind nicht sehr effektiv, ich glaube, wir sind auch gleich weg. Würden unser Schild sowieso mitnehmen zum Kyokre, versuchen mit dem Kyokre noch den Rest zu machen. Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass das gut klappt. Ja, Surfer ist auf jeden Fall bereit. Was schreist du denn so rum? Surfer drauf. Seine Attacke abwehren. Nochmal Surfer drauf. Gut, es geht auch ohne Surfer, es geht auch so. Es ist weg. Fertig. Das war auch einfach, relativ einfach irgendwie, keine Ahnung. Nur beim zweiten, nur Cliff, der sonst immer der leichteste war. Ich habe immer gesagt, Cliff, braucht er nicht nachdenken, drei Machomai, fertig. Jetzt fand ich Cliff am schwersten, seit dem Wechsel mit dem Sumpex und allem drum und dran. Wir gucken aber mal wieder, ob wir vielleicht sogar einen Shiny Absol bekommen. Ein Einhaltstein auf jeden Fall. Das ist richtig genial. Das Absol nehmen wir auf jeden Fall aber noch mit. Leider kein Shiny, das fangen wir jetzt noch. Dazu laufen wir aber mal hier rüber. Wir können aber schon mal mit dem Daumen versuchen zu werfen. So, einmal großartig. Stellen euch mal hier hin. Wieso habe ich das nicht gleich hier gemacht? Jetzt ist es doch viel höher. Und es ist drin. Gut. Muss ich euch eigentlich gar nicht abstellen. Das war es eigentlich jetzt mit dem Kapitel 4. So, das können wir ja natürlich auch noch bewerten. Gehen wir mal hier drauf, gucken uns das nochmal an. Ja gut, hat schlechte Werte, braucht man also nicht. Wir holen die Belohnungen noch ab von Kapitel 4, 1250 Erfahrungspunkte, 3x, 2000 Sternstopp, Staub, der Super Rocket Radar und 3 goldene Himmibären. Im nächsten Kapitel geht es dann also an Giovanni und dann kriegt er auch schon Labrados, deswegen werde ich das 5. und 6. wieder zusammen machen, wo der ist. Haben wir auch ganz leicht rausgefunden. Das verrate ich euch aber im nächsten Kapitel. Bis dahin, das war's von meiner Seite aus. Wen fandet ihr am leichtesten? Cliff, Arlo oder Sierra? Und ist Arlo jetzt männlich oder weiblich? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Giovanni wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.